Maß, das nächste Pferd. 1,74 Meter ist diese Westfalenstute, die Tanja hier unter dem Sattel hat. Katalog Nummer 17 mit Namen Vivala Schmuckstück. Vater ist hier der Vivaldi-Sohn Vitalis. Mutter ist die Verbandsprämienstute Schmuckstück von Moritz, Bonheur und Weltmeier. Aus einem sehr erfolgreichen Mutterstamm gezogen ist diese große Fuchsstute. Aus der zweiten Generation gibt es zum Beispiel den gekürten Sweet Hero vom Sir Donnerhall. Die dritte Generation brachte Weser Star S neben weiteren erfolgreichen Dressurpferden. Und interessant sind die Hengste, die aus dem weiteren Mutterstamm kommen. Zum Beispiel der Springhengst Converter oder Devalier, Dürer, Eichendorf. Und die älteren Gäste unter Ihnen, verehrte Zuschauer, werden vielleicht kennen noch Maistern oder Mozart, sowie Pik Solo oder auch Wettstreit. Dann kommen noch viele interessante Springpferde internationaler Couleur aus diesem Stamm, wie zum Beispiel Leroy Brown von Tjaak Nagel und Wout-Jan van der Schans oder auch Dollar Girl, das lange Jahre erfolgreichste Springpferd der Welt. Ja, diese Tochter des Vitalis, so eine typische Tochter, unheimlich hohe Rittigkeitswerte, unheimlich schöner, fleißiger, dynamischer Ablauf. Pferd, was jetzt mit 3 Jahren wirklich schon hoch aufgeschossen ist, die sicherlich noch ein bisschen Kraft braucht, aber mittlerweile haben jetzt die ersten Nachkommen des Vitalis auch schon im Grand Prix Sport sind sie schon angekommen, aufgrund ihrer Rittigkeit und Leistungsbereitschaft. Und sie haben halt auch unheimlich viel Talent für die versammelnden Lektionen. So, machst du das ganz prima, Tanja. Gut, du hast eine sehr gute Haltung. Dann kannst du gleich ruhig schon mal einmal galoppieren. Ja, man sieht das auch bei dieser Stute. Unheimlich konzentriert. Oh, die braucht eigentlich auch nur so ein bisschen Zeit, dass sie nochmal sich entwickeln darf. Oh, siehst du mal, ne? Schön diesen Galopp so mitnehmen. So, ne? Man sieht das auch mit viel, viel Grundgalopp ausgestattet, sehr viel Raumgriff. So, ganz bisschen mit nach vorne nehmen. So, jawohl. Gut, ne? Dann gleich wieder zurückführen. Dann einmal Übergang zum Trab und Handwechsel. Oh, ist prima, ne? Genau. So, dann können wir gleich auf der rechten Hand Galopp entwickeln. Gut. Ja, man sieht das, ne? Sie will alles richtig, alles gut machen. Und das ist das, was auch diese Vitalis Nachkommen auszeichnet. Alles Pferde, die immer stets für den Reiter arbeiten. So, siehst du mal, ne? Auch hier schön übers Gelenk galoppieren, immer schön ins Bergauf. Gut. Oh, ist prima. Gut. Dann gleich Übergang zum Trab. So. Ein Pferd, was ich denke, was einfach jetzt ein bisschen Zeit nochmal braucht, um Kraft zu bekommen und dann wird das Ganze auch in den Bewegungen nochmal ein bisschen schneller in den Reaktionen werden. Aber da muss man ihr zugestehen, dass sie halt 3 ist und auch groß ist im Körper. Die Linien sind schön lang, aber wirklich so ein richtiger Dreigänger hier auch. Und ein Pferd, was sich immer stets auf den Reiter einlässt. Oh, ist gut, ne? Auch wie wir hier sehen, mit viel, viel Schritt. Oh, sehr gut, Tanja, ne? Gut. Glaubst du mal, ne? Ich denke mal, ein Pferd, was sich wirklich lohnt auszubilden, wenn man viel Spaß dran hat und dann auch den richtigen Weg gehen kann. Dankeschön. Herzlichen Dank, Tanja. Das war die 17 Viva La Schmuckstück vom Vitalis, Moritz und Bonheur.